Ronja, eine ehemalige Straßenhündin, rastet auf Spaziergängen regelmäßig aus. Wenn sie Hunde, fremde Hunde sieht oder wahrnimmt, wird sie zur Bestie. Hundecoach Andreas Olischläger ist anfangs etwas irritiert. Ronja machte auf mich den Eindruck, als könnte sie gar nicht böse sein. Doch es dauert nicht lange, bis sie auch ihm ihr anderes Gesicht zeigt. Nee, Mädchen, hier läuft es nicht so. Und Lasse. Auch er war früher ein Streuner. Und er hat eine gefährliche Angewohnheit. Eines der großen Probleme ist dieses Aufnehmen von Tüchern, von Plastik und nicht mehr loslassen. Also es ist wirklich eine Mühe, ihm das wegzunehmen. Wenn der Hund das schluckt, muss man schnell zum Tierarzt. Und da geht es nur noch über eine Not-OP, wenn das überhaupt noch hilft. Sofort wird an der Lösung des Problems gearbeitet. Doch dann nimmt das Ganze eine unerwartete Entwicklung. Ja gut, dann ist es so, dann können wir nichts machen. Zwei Straßenhunde, die noch nicht ganz angekommen sind. Zwei ganz besondere Herausforderungen für Andreas Olischläger. Willkommen zu Hunde verstehen mit Andreas Olischläger. Sein erstes Ziel liegt im Rhein-Sieg-Kreis, in Bornheim, zwischen Köln und Bonn. Es gibt Hunde, die mit ihren verschiedenen Verhaltensweisen ein Rätsel für ihre Besitzer sind. Der Hund, den ich heute besuchen gehe, ist angeblich zu Hause ganz unauffällig und ruhig. Wenn es nach draußen geht, flippt er allerdings aus. Was ist da los? Ronja wuchs in Portugal als Straßenhund auf. Erst vor 9 Monaten kam sie zur 51-jährigen Vertriebsmitarbeiterin Stefanie und dem 54-jährigen kaufmännischen Angestellten Jürgen. Für das kinderlose Ehepaar ist die 2-jährige Ronja der erste Hund. Und den Alltag haben sie sich nicht so problematisch vorgestellt. Das macht mich traurig, klar, weil das nicht so entspannt und schön ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es macht mich aber traurig für die Ronja, weil ich auch glaube, dass es ihr halt nicht gut geht damit. Zu Hause ist Ronja ein Hund, wie man sich ihn nur wünschen kann. Das ändert sich, wenn sie bei Spaziergängen auf Artgenossen trifft. Wenn sie Hunde, fremde Hunde sieht oder wahrnimmt, man könnte sagen, wird sie zur Bestie. Stefanie und Jürgen hoffen sehr, dass Andreas Olischläger ihnen helfen kann. Denn Ronja ist längst ein geliebtes Familienmitglied geworden. Sie hat ganz, ganz großen Platz bei uns gefunden im Herzen. Und es wäre auch überhaupt keine Option, jetzt zu sagen, wir geben sie wieder weg. Hallo Andreas. Du bist der Jürgen. Hi Jürgen. Hi. Hallo. Hi. Und das ist die Ronja. Meine Güte, was für ein lieber Hund. Als sie zu mir kam, war sie jetzt nicht sehr überschwänglich. Sie war nicht anstrengend, sie war nicht aufdringlich. Ich fand sie angemessen, ganz ruhig. Du bist eine hübsche Maus. Ja. Ihr habt mich gerufen. Wo liegt euer Problem? Unser Problem liegt darin, dass wir 2 Hunde gekriegt haben. Wir haben Jekyll und Hyde. Okay. Also hier ist die Ronja super lieb, super erzogen, ganz brav. Und wenn sie andere Hunde sieht, flippt sie aus. Ronja machte auf mich den Eindruck, als könnte sie gar nicht böse sein. Als könnte sie gar nicht anders sein, als sie sich mir vorgestellt hat. Nämlich ein richtiger Schambolzen. Ein Hund, 2 Gesichter. Was könnte die Ursache sein? Liegt es am Hund oder am Mensch? Ich würde jetzt gerne sehen, wie verhält sie sich draußen. Schön. Sollen wir? Ja, jawohl, gerne. Wunderbar, da kommt. Sieht doch ganz entspannt aus. Doch sofort übernimmt Ronja das Kommando. Sie zieht an der Leine und will zeigen, wo es lang geht. Wenn ich sie mal haben darf, ja, zeige ich dir noch, was du machen kannst. Kommt ruhig mit. Den Hund eingrenze. Gehe, eingrenze. Gehe, eingrenze. Hey. Jetzt ist sie schon verhalten, ne? Wenn ein Hund an der Leine ständig zieht und wenn der immer nur die Richtung und das Tempo vorgibt, dann darf der Mensch Grenzen setzen. Er darf dem Hund zeigen, hey, ich will das nicht, dass du mich durch die Gegend ziehst. Doch Ronja ist es gewohnt, so zu ziehen, dass Stefanis erste Versuche, sie zu begrenzen, ins Leere laufen. Erst recht, als dann auch noch ein fremder Hund auftaucht. Okay, ich helfe dir jetzt gleich. Ja. Hallo. Ronja. Hallo. Hallo.
Wir bräuchten mal Ihre Hilfe. Jetzt frage ich dich erstmal, wie geht's dir gerade? Nicht gut. Dir geht's nicht gut. Du hast Stress. Ja, weil die jetzt da den Stress machen will. Soll ich dir helfen? Ja. Ich war ein Stück weit geschockt. Zu Hause war Ronja so soft und so süß und draußen wie so ein Berserker in so eine Situation reingehen. Das hätte ich so nicht erwartet. Andreas hofft nun, mit Hilfe der anderen Hundebesitzerin in ein Coaching zu gehen. Doch deren Hund wirkt eher ängstlich. Er will raus aus der Situation. Okay, ja? Nee, wenn er nicht will, zwing ihn nicht. Nee, dann zwing ihn nicht. Merkt man ihm auch an, Öhrchen angelegt. Ja, alles gut. Nicht. Nee, das braucht er auch nicht. Dennoch eine aufschlussreiche Situation. Der Coach erklärt Stefanie, warum Ronja trotz ihrer Begrenzungsversuche nicht zu bremsen war. Du warst nicht eindeutig. Okay. Ich demonstriere es dir. Darf ich dich berühren? Ja. Okay. Ich komme dir jetzt näher. Und du signalisierst mir ganz klar über körperliche Abwehrhaltung, wie weit ich gehen darf und wie weit nicht. Mhm. Gut? Ja. Eindeutig. Mhm. Sei so schnell bei deinem Hund. Okay. Mhm. Sei so eindeutig bei deinem Hund. Mhm. Zeig ganz klar, ich will das nicht. Mhm. Ich will nicht, dass du mich hier durchs Feld ziehst und ich will nicht, dass du hier einen anderen Hund attackierst oder angreifst. Ich will es nicht. Punkt, aus, Ende. Das Gefühl der eigenen Hilflosigkeit überwältigt Stefanie. Mir tut das weh, wenn ich sehe, dass du traurig bist. Merk das. Klar. Aber wir kriegen das hin. Ihr braucht Zeit. Hm. Ihr braucht echt Zeit. Was mir nahe geht, ist wirklich diese Hilflosigkeit. Ja, das ist so, was mache ich denn jetzt? Man wüsste vielleicht, wie es geht, aber ist in dem Moment nicht in der Lage, das umzusetzen. Und dafür ist jetzt der Coach da, um genau das zu trainieren. Und die nächste Gelegenheit ergibt sich schnell. Und jetzt versuchst du mal kurz mit der Hand, wenn sie noch mal anfängt. Ja, also nicht so reißen, sondern eher so dieses Antippen. Sehr schön. Du machst das super. Ja, lächel mich an. Dein Hund ist blöde drauf, aber du nicht. Lass es. Erneut verliert Stefanie die Kontrolle. Versucht es zu energisch, redet zu viel und zu scharf auf Ronja ein. Damit bewirkt sie leider genau das Gegenteil. Ja, da kommt ja der Bello. Jetzt sag mal, jetzt bist du aber lieb. Jetzt benimm dich bloß. Jetzt sei lieb. Jetzt kommt er gleich. Und diese Stimmung bringt man in den Hund rein. Umso mehr wir den Hund zutexten, umso schlimmer wird's. Ich versuche immer, ruhig zu bleiben. Hallo. Hallo. Wir bräuchten mal Ihre Hilfe. Was mir jetzt hier auffällt, ist, sie knallt immer volle Kanone ins Halsband. Ich würde jetzt hingehen und würde für euch fürs Training doppelt sichern. Einmal mit Geschirr, einmal mit Halsband. Im besten Fall geht man natürlich vorbei. Ich zeig's nochmal. Ich konzentriere mich in solchen Momenten immer auf mich und auf meine Energie, auf meine Haltung. Ich möchte Ruhe ausstrahlen, damit der Hund auch die Ruhe erfährt und auch die wiederum überträgt auf alles andere. Ich bin dann stehen geblieben und da hat Ronja gemerkt, puh, der ist aber konsequent. Also der geht jetzt nicht einfach nach Hause und hat die Nase voll, weil ich mich so daneben benehme. Nee, der bleibt auf der Party. Ja, natürlich bin ich davon beeindruckt. Ja, der geht halt da so vorbei, so nach dem Motto, ich bin der König, nicht du. Und wir gehen eben nicht wie der König und deswegen pöbelt sie bei uns rum. Aber das soll sich jetzt ändern. Ruhig, bestimmend, zielstrebig, dran vorbei. Und siehe da, auch Stefanie schafft es plötzlich. Vielleicht noch nicht zu 100%, aber zumindest schon viel, viel besser. Sehr schön. Fein gemacht. Super. Und jetzt einmal du, weil es so schön war. Fein, Ronja. Bravo. Und zielstrebig. Sehr schön.
Und wieder zurück. Achtung, der Rückweg ist immer schwieriger. Genau. Super. Bleib stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen, Jungs. Bleib stehen, bleib stehen. Super. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, du hast sie, du hast sie, du hast sie, du hast sie. Bleib stehen, bleib stehen. Chaka. So macht es natürlich Spaß und gibt einem auch ein gutes Gefühl. Und so geht man dann auch gerne mit dem Hund raus. Und wenn sich solche Gedanken, positive Gedanken verfestigen, das hilft natürlich bei der weiteren Arbeit mit Ronja, wenn man von Arbeit sprechen kann. Eure Hausaufgaben. Arbeitet mit euren Signalen, die ihr heute gelernt habt. Setzt Grenzen, gebt Freiheiten. Wir sehen uns bei mir im Revier für Hunde. Da freue ich mich riesig drauf. Ihr macht ein paar Handyvideos von Spaziergängen, von Begegnungen. Sucht die Begegnung und meidet sie nicht. Ihr braucht sie zum Lernen. Ja. Bis dahin. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Das Revier für Hunde in Eschweiler bei Aachen. In 2 Wochen wird hier das nächste Coaching mit Ronja stattfinden. Eine harte Belastungsprobe für alle. Wie geht's dir? Ja, scheiße. Dir geht's scheiße? Ja. Und du hast jetzt so das Gefühl, boah, warum bekomme ich das nicht hin? Was mache ich verkehrt, dass es mit dem Hund nicht klappt? Der zweite Fall führt den Hundecoach ins Ruhrgebiet nach Essen. Hunde aus dem Tierschutz sind oftmals ein Überraschungspaket. Sie haben meist schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt, sowohl mit Menschen als auch mit anderen Hunden. Sie kommen aus Tötungsstationen oder werden auf der Straße eingefangen. Und das prägt sie für den Rest des Lebens. Wenn man so einen Hund nach Hause holt, kann es zu Schwierigkeiten kommen. Genau wie bei Lasse und Lara. Lasse. Der 3 Jahre alte Rüde macht Halterin Lara große Probleme. Sie weiß aktuell nicht mehr weiter. Besuch kommt rein, er springt, er ist total nervös und guckt, was machen alle, was mache ich. Mit auch eines der größten Probleme ist dieses Aufnehmen von Tüchern, von Plastik und nicht mehr loslassen. Also es ist wirklich eine Mühe, ihm das wegzunehmen. Vor knapp einem Jahr holte Lara Lasse, der als Straßenhund in Ungarn aufgegriffen wurde, gemeinsam mit ihrem damaligen Freund zu sich. Seitdem ist viel passiert. Lara trennte sich von ihrem Freund, Umzug von Köln nach Essen, Suche nach einem neuen Job. Viele Strapazen für die 29-jährige Sozialpädagogin, aber auch für Lasse. Ich betrachte das oft mit dem Gefühl, ich werde dem Lasse überhaupt nicht gerecht, zumal wir ihn aus dem Ausland geholt haben und nicht wissen, was da alles schon passiert ist. Und ich ihm eigentlich nur was Sicheres wünsche, ein gutes Ankommen. Freunde gaben Lara schon den Rat, Lasse wieder abzugeben. Doch sie will um und für ihren Hund kämpfen. Aufgeben ist keine Option. Was ich für ihn empfinde, ist, dass ich ihn wirklich sehr, sehr lieb habe. Das ist überhaupt gar keine Frage. Er hat auch so seine Seiten, wo er einfach ganz ruhig liegt und sagt so, und jetzt möchte ich hier auch mal kuscheln. Und draußen im Freilauf hat er überhaupt kein Problem mit Hunden. Der ist sehr aufgeweckt, aber auch wirklich ein ganz liebenswürdiger Hund. Und wird sich Lasse dem Hundecoach auch so liebenswürdig präsentieren? Oh, da tut sich was. Also wenn ein Hund schon so bellt, freue ich mich immer. Als ich reingekommen bin, habe ich sofort gespürt, Lasse hat die Hosen an. So ein richtiger Gauner. Dem fehlte nur noch die Sonnenbrille. Also der hat Charme. Das habe ich sofort gespürt. Aber er ist auch dreist. Also er hat es auch faustdick unter den Pfoten. Ist Lasse immer so? Wenn Besuch kommt. Wenn okay. Besuch kommt, ja. Was machst du dann? Wir üben das gerade mit der Leine. Also wir würden uns jetzt hinsetzen. Du würdest ihn nicht begrüßen und dann, wenn er sich so ein bisschen beruhigt hat, gibt es so ein Signal und dann darf der Besuch ihn quasi rufen. Also das üben wir gerade, den Tipp haben wir mal bekommen. Das versuchen wir. Okay, ich richte mich jetzt nach dir und wenn du sagst, wir sollen uns setzen, dann setzen wir uns. Dann machen wir das. Jetzt wird er ja schon ruhiger. Mhm. Okay. Laras Sorge, dass Lasse ihren Besuch anspringen könnte, ist so groß, dass sie ihn sogar in der Wohnung anleint. Sie ist noch unsicher. Wenn sie sich sicher wäre, dass Lasse nichts Schlimmes macht, müsste sie ihn nicht an der Leine führen. Das ist ein bisschen Kapitulation. Ich muss meinen Hund an der Leine halten im Haus, weil ich ihm nicht vertraue. Wie geht's dir? Ich bin total. Also ich bin immer super unter Anspannung, wenn Besuch kommt. Ich merke das total, weil er dann schon mal gerne so abdreht, anfängt zu bellen. Mhm. Ja. Hast du nur das Problem? Nee, wir haben auch tatsächlich draußen echt Schwierigkeiten, dieses Aufnehmen von irgendwelchen Sachen. Also das ist auch was. Was nimmt er auf? Vor allen Dingen, also so Tücher, Brot,
Tüten, aber okay, auch Plastik. Frisst ihr die auch? Zum Teil auch. Also man merkt wirklich, wenn er einen guten Tag hat, ist, kann ich das oft, also wir haben das so geübt, dass er es loslässt, aber manchmal funktioniert es einfach nicht und dann isst er es auch komplett. Ich finde, das ist echt ein ernstes Thema, wenn Hunde auf dem Spaziergang einfach irgendwelche Sachen ins Maul nehmen. Wenn da Giftköder, wenn da Rasierklingen drin sind, wenn der Hund das schluckt, muss man schnell zum Tierarzt. Und da geht es nur noch über eine Not-OP, wenn das überhaupt noch hilft. Also dieses Thema, einfach alles fressen, ist für mich eins, wo viele Leute ihre Hunde wirklich noch mal ganz klar dahin erziehen müssen, dass sie das sein lassen. Zuerst nimmt Andreas aber das Problem in der Wohnung in Angriff. Erste wichtige Lektion für Lasse und Lara: nicht der Hund bestimmt, sondern der Mensch. Es wird nicht gespielt. Es wird nicht in die Hände reingebissen. Er soll vorsichtig mit mir umgehen. Vorsichtig. So ist super. So ist fein, mein Schatz. Und das musst du mit ihm üben. Mhm. Das heißt, wenn er dieses Spiel anfängt, sofort unterbrechen. Okay, ja. Bom, sofort. Ein Signal. Du kommst jetzt gleich zu mir unten auf den Boden und dann machst du das genauso. Okay. Super, so ist fein. Er ist eigentlich ein ganz sensibler Hund, ein sehr unsicherer Hund. Das merkt man jetzt schon. Ich bin für ihn fremd und trotzdem nimmt er das an. Mhm. Und das kannst du auch. Eingespielte Verhaltensweisen abzulegen. Eine Herausforderung, vor allem für Lara. Da geht's schon los. Mhm. Einmal antippen und ruhig bleiben. Immer ruhig bleiben erstmal und warten. Und dann kannst du ihn wieder anfassen. So. So. Super. So, super. So. Ah. So, jetzt kannst du ihn wieder anfassen. Wenn er wieder mit den Zähnen kommt, dann machst du wieder dein Signal, lässt die Hand aber liegen. Okay. Ja? Lara, 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 Lara. Sehr, sehr gut. Als ich Lara und Lasse gemeinsam auf dem Boden erlebt habe, war ich fasziniert. So schnell etwas umzusetzen, da war ich baff. Du stehst mal auf und fängst mal an, dich frei zu bewegen. Mhm. Darfst du tanzen, darfst du singen, darfst du lachen oder stört er dich dabei? Das, wahrscheinlich wird er mich stören. Ja, ne? Ja, denke schon. Du bist aber diejenige, die entscheidet, wann er angefasst werden soll, darf oder nicht. Mhm. Deswegen bitte ich dich jetzt mal aufzustehen. Mhm. Bitte. Und jetzt gehst du einfach mal da hinten rüber. Genau, und bewegst dich mal ganz frei. Und jetzt machst du mal ein bisschen so Stimmung. Genau. Genau, super. Und jetzt bleibst du stehen und wieder dein Signal. Super, Lara, super. Bei jeder Gelegenheit, wo er jetzt versucht, die Führung zu übernehmen, setzt du wieder dein Signal. Und das zählt dann nicht nur für hier, sondern du nimmst das nachher mit in den Flur, in den Besuch, auf die Straße. Wenn der hier auf dich hört, hört er auch irgendwann draußen auf dich. Das wäre toll. Ja, alles gut. Das, was der Andreas gesagt hat, so das, was sich drinnen abspielt, ist auch das, was dann draußen wieder zu finden ist. Das war irgendwie so für mich noch so ein bisschen voneinander losgelöst. Das hat mir auch noch mal so einen Zusammenhang irgendwie deutlich gemacht. Eine Erkenntnis, die es nun umzusetzen gilt. Die Tatsache, dass Lasse Müll aufsammelt und teilweise frisst, ist ein großes Problem. Auch das ist eine Frage des Timings. Andreas veranschaulicht es noch einmal. Ich komme dir jetzt näher und dann brichst du ab. Mhm. Und sobald ich ein Stück weggehe, bist du freundlich. Mhm. Okay? Okay. Psst. Super. Bingo. Ja. So läuft's. Okay. Klappt das jetzt mit Hund und Müll auch so gut? Sobald er da dran gehen will, nicht so hektisch, ruhig bleiben. Nächste Ding. Du kannst es sogar zwischendurch provozieren, indem du so machst. Ja. Und ihm dann zeigst, er darf da nicht dran. Ja. Aus. Du bist nicht schnell genug. Ja. Also darf ich ihn mal nehmen? Dann zeige ich es dir. Tack. Und dann super. Ja. Boah. Okay. Mhm. Wahnsinn. Zweiter Versuch für Lara. Psst, 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 psst.
Super. Super. Gib toll. Mir den weg. Komm mir den weg. Gut. Top, 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 top. Top, super. Wow. Da hast du losgelassen, super. Ja, hat echt losgelassen. Das, ich kann es noch gar nicht glauben. Ich finde es super, super stark. Echt klasse. Hier sieht man, wenn der Mensch schnell reagiert, dann kommt der Hund erst gar nicht dazu, es runterzuschlucken. Wenn wir Menschen schneller reagieren, haben die Hunde keine Chance. Wir müssen wach sein, weil Hunde sind sehr, sehr wach. Das hat mir heute unglaublich viel gegeben. Wir sind auf einem guten Weg und das macht mich sehr, sehr glücklich. Ja. Deine Aufgaben sind jetzt, genau in der Energie weiterzumachen. Timing ist hier ganz, ganz wichtig bei euch. Und wenn ihr spazieren geht, ist genau das gleiche Timing gefragt wie in der Küche. Wenn er dir in die Hände geht, tss, Feierabend, super. Das gleiche gilt mit dem Müll. Das sind eure Aufgaben. Okay. Wir sehen uns bei mir im Revier für Hunde. Und bis dahin machst du noch ein paar Handyaufnahmen, weil ich möchte natürlich wissen, ob es immer so gut klappt. Ja. Okay? Vielen Hat mich Dank. Gefreut. Bis dann. Hat mich auch gefreut. Ciao. Tschüss. Im Revier für Hunde möchte Andreas das Coaching mit Lara und Lasse fortsetzen. Doch dann kommt alles anders. 4 Wochen nach dem ersten Coaching zu Hause steht heute für Stefanie, Jürgen und ihre Ronja ein Training im Revier für Hunde an. Immer dann, wenn Ronja einen Hund sieht, flippt sie komplett aus. Ronja hatte für mich keine klare Führung durch Stefanie. Und Stefanie war sehr emotional. Also sie wirkte auf mich so ein bisschen hilflos. Vielleicht waren ja schon ein paar Ziele erreicht worden. Ich hoffte ja, dass die 3 Fortschritte gemacht haben. Wie läuft's? Wie geht's? Erzähl mal. Du. Ja, also es läuft ganz gemischt. Okay. Ganz bunt gemischt. Es gibt viele Sachen, die, glaube ich, gut sind, die deutlich besser werden. Dass wir auch Begegnungen haben, wo sie nach einem Treffen schon aufhört zu pöbeln und wir sogar die Hunde von der Leine machen können. Aber wir haben auch noch die Probleme mit manchen anderen Hunden, dass sie gar nicht aufhört. Okay. Habt ihr Videos gemacht? Ja, klar. Super. Da ist sie wieder unruhiger als bei dem ersten zum Beispiel. Da versucht sie es einmal. Ah, da. Da geht es wieder mehr. Da flippt sie dir schon aus. Das ist schon verloren. Das ja, wenn dann bist so du, austickert. Dann ist Ende der Vorstellung. Da hast du keine Chance mehr. Da noch was. Da habe ich sie einmal ein bisschen beruhigt. Und dann kann es auch vorbeigehen. Geht's, glaub ich, das war jetzt das, wo es ganz gut geht. Genau. Da wollte sie, glaube ich, einmal noch mal raus. Ja, wenn das Timing, Timing dann stimmt, Timing, ne? dann ja, klappt es. Dann klappt es. Super. Mir ist eben noch aufgefallen, sie ist am Halsband. Ich mache sie wieder hinten dran. Machst du sie dann wieder ans Geschirr? Genau, gleich. So wenn wir auf. Hundebegegnungen haben und sie knallt da so rein, hätte ich sie gerne ja. am Geschirr. Ja, so ist gehen wir auch zu Hause immer. Super, ja. Sehr gut. Ich möchte mir jetzt ein Bild von einer Hundebegegnung machen. Sollen wir losgehen? Ja, gehen wir los. Gerne. Jawohl. Bitte schön. Dann. Als wir losgegangen sind, habe ich gespürt, irgendwie brodelt bei Stefanie was. Die war für mich so ja, ein bisschen geknickt, wirkte auf mich traurig. Die war nicht wirklich klar und deutlich aufgestellt. Und dann sprach ich das Thema mit der Liebe an. Ich glaube, du wärst gerne konsequenter. Aber du bist herzlich so sehr mit dem Hund verbunden, dass du nicht zu ihm durchkommst. Ja. Weißt du? Ja. Und ich glaube auch, dass sich das sehr, sehr traurig macht. Ja. Und dass du auch verzweifelt bist. Bleib ruhig mal stehen. Ein Wunderpunkt, der unter die Haut geht. Manche Dinge kann man nicht wegreden. Die sind einfach da. Mhm. Das ist echt so. Denn du liebst sie so sehr, dass du nicht wirklich zu ihr durchkommst. Okay. Das fällt mir auf. Mhm. Du korrigierst sie, aber die nimmt dich gar nicht ernst. Sie geht trotzdem los, obwohl du ihr deutlich zeigst, mit allen Mitteln, die du zur Verfügung hast, hör auf damit, lass es sein. Trotzdem macht sie es. Das ist für dich eine große Enttäuschung, weil das ist ein Vertrauensbruch. Dein Hund schiebt dich nach hinten, macht vorne Randale. Und du bist total enttäuscht und musst dich dann auch noch durch ihr Verhalten am besten vor anderen Leuten rechtfertigen. Oder das ist auch nicht schön, so durch die Gegend zu laufen und man wird mit einem Hund so gesehen. Was soll ich erzählen? Das ist so. Ja, die ist uns natürlich ans Herz gewachsen und das tut einem weh, dass sie sich so aufführt. Mir ist es schon fast zu viel so. Meine kleine Schnuckelmaus, meine kleine Ron, ist mir zu viel. Also ich merke, dass ich dir zeigen muss,
Hör auf damit. Mhm. Weil du wirst sie so nicht erreichen. Erstmal durchatmen. Ein paar Meter gehen. Andreas Augenmerk gilt nun der Leinenführung. Und das funktioniert überraschend gut. Also da hatte man deutlich dran gearbeitet. Ich konnte sehen, Ronja hatte nicht mehr so viel Freiraum und sie lief stabil neben Stefanie. Super. Ich freue mich immer, wenn kleine Fortschritte gemacht werden, weil das ist die Vorbereitung auf die großen Dinge des Lebens. Auf einer Anhöhe angekommen, schickt der Hundecoach Stefanie und Jürgen mit Ronja noch ein Stück des Wegs entlang. Für die geplante Hundebegegnung erscheinen dann die Mitarbeiterinnen Jenny und Lisa mit zwei Hunden statt nur einem. Und dafür hat Andreas seine Gründe. Wir haben ja im Alltag oftmals die Situation, dass wir spazieren gehen und wir begegnen nicht immer nur klassisch einem Hund. Manchmal kommen auch Leute mit zwei Hunden vorbei. Genau so eine Situation wollte ich jetzt. Nein, lass es! Wieder flippt Ronja aus. Und Stefanie bekommt die Lage nicht in den Griff. Ich hatte vor, dass sie, bevor sie sich zu sehr aufschaukelt, aus der Situation rauszunehmen, sprich einmal rumdrehen, einmal beruhigen und dann wieder reingehen. Aber es ging halt nicht. Sollte Ronja nicht. Sie hatte in dem Moment verloren, wo sie den Kampf mit Ronja beginnt. Weil den verlieren die Menschen immer wieder. Wie geht's dir? Ja, scheiße. Dir geht's scheiße? Ja. Und du hast jetzt so das Gefühl, boah, warum bekomme ich das nicht hin? Was mache ich verkehrt, dass es mit dem Hund nicht klappt? Gebe ich dem Hund überhaupt die richtige Energie? Genau. Bitte nimm dir dieses belastende Gefühl weg. Dass du das nicht so schnell kannst und dass sich ein paar Fehler bei euch eingeschlichen haben, das ist einfach so. Ja? Mhm. Okay. Du kannst das mit mir zusammen. Okay. Okay. Güte. Bitte schön. Ich unterstütze dich ein bisschen. Ja. Okay. Ja? Geh langsamer. Du bist entspannt. Du hast gute Laune. Du lässt dich von deinem Hund nicht beeindrucken. Du hast gute Laune. Du bist cool drauf. Du bist cool drauf. Ja. Du bist richtig cool drauf. Man freut sich drüber, logisch. Man hätte gern, dass es immer so ist. Dass es so ist, schön. Du gehst jetzt hin und wieder zurück. Okay. Soll ich mitgehen oder allein? Nee. Oh. Okay. Bitte schön. Motiviert von diesem ersten gelungenen Vorbeimarsch, zeigt sich Stefanie nun mutig und motiviert. Mut, der belohnt wird. Ja, strike. Sehr gut. Und dann darf auch Jürgen seinen Mut beweisen. Als Jürgen dann losging, spürte ich sofort, der ist nicht so emotional verbunden mit Ronja. Und darum klappte es. Er ging hin und auch zurück, stressfrei an den Hunden vorbei. So, ihr Lieben, dann auf ins Revier für Hunde. Auf geht's. Auf geht's. In seinem Revier will Andreas Ronja nun gleich mit vielen anderen Hunden konfrontieren. Aus diesem Grund wartet bereits ein gutes Dutzend Artgenossen auf sie. Was wohl passiert? Oh, jetzt aber schnell nach Hause. Jetzt aber schnell nach Hause. Oh, schnell zur Mutti. Oh, Mama, da hinten sind Hunde. Oh Gott, da hinten sind andere Hunde. Ronja ist einfach sehr, sehr unsicher. Manchmal ist es so, dass Hunde schon mit einem Hund überfordert sind. Manchmal mit 10 Hunden. Ronja wollte ich die Energie des Rudels spüren lassen. Sie sollte dadurch auch eine gewisse Stabilität bekommen, eine Sicherheit. Einfach mal Artgenossen bei sich haben, die ihr sagen, hey, Ronja, du bist ein ganz normaler Hund. Aber so schnell kann Ronja offenbar doch nicht aus ihrer Haut. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, Ronja zeigt wieder ihre Verhaltensweisen, war mir klar, nee, Mädchen, hier läuft es nicht so. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen zu noch mehr Hunden. Ich habe sie dann an die Leine genommen und jetzt lernst du noch ein paar Hunde mehr kennen. Das war keine Strafe, das war einfach nur
Die Energiewelle der Hunde sollte sie noch mehr erreichen. Und im Kontakt mit so vielen Hunden zeigt sich Ronja plötzlich ganz vorsichtig. Ja, fast eingeschüchtert. Die ehemalige Straßenhündin wirkt fast überfordert. Ronja hat die ganze Zeit keinen Kontakt zu Hunden. Also zeigt sie jetzt ein unhündisches Verhalten. Sie ist einfach nicht mehr gewohnt, mit Hunden zusammen zu sein. Also rein in die Hunde. Am besten jeden Tag. Eure Hausaufgaben. Bitte Kontakt zu Hunden suchen. Gemeinsame Spaziergänge machen. Begegnungen herstellen. Mit den Leuten sprechen, so wie ihr es auch schon gemacht habt. Super, ihr habt tolle Fortschritte gemacht. Aber das ist noch ein langer Weg. Ronja ist, wie sie ist. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sie so bleiben muss. Ja, sie titscht schon mal ein bisschen aus, aber man kann sie auch wieder abholen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in eurem Revier. Und dann fackeln wir gar nicht lang, gehen spazieren. Mhm. Bis dahin macht ihr mir noch ein paar Videos, ja. Handyvideos. Mhm. Ja? Okay. Okay, ich bringe euch noch vorne zur Tür. Ja, prima. Auch Lara aus Essen wird im Revier für Hunde erwartet. Zusammen mit ihrem Mischlingsrüden Lasse, der bisher zu Hause angeleint wurde, weil er Besucher überfiel und da draußen ständig Müll jeder Art einsammelte. Das erste Coaching lief super. Beide konnten die Tipps des Coaches schnell umsetzen und Andreas freute sich auf die beiden in seinem Revier. Doch der geplante Termin im Revier fiel wegen eines Unwetters regelrecht ins Wasser. Heute soll es endlich klappen. Doch plötzlich ein Anruf von Lara. Ja, und auch die nächsten Tage hast du keine Möglichkeit, dass du es schaffst irgendwie. Okay. Ja gut, dann ist es so, dann können wir nichts machen. Lara und Lasse können mich leider nicht im Revier für Hunde besuchen kommen. Lara hat einen neuen Job und ist zeitlich extrem eingebunden. Ich habe ihr ein paar Alternativtermine angeboten, aber keine Chance. Jetzt habe ich sie am Telefon noch ein wenig gecoacht und hoffe, sie kann die Tipps umsetzen. Ich werde sie natürlich noch einmal anrufen und hören, wie es läuft. Und beim nächsten Mal, wenn ich live vor Ort bin, bin ich mal gespannt, welche Fortschritte die beiden gemacht haben. Und nun, 3 Wochen später, ist es endlich soweit. Andreas Ohlig-Schläger ist in Essen, auf dem Weg zu Lara und Lasse. Er ist gespannt, ob ausschließlich Coaching-Tipps am Telefon tatsächlich zum Erfolg geführt haben. Hallo Lara. Hallo Andreas. Komm rein. Ja, danke, gerne. Meine Güte, war ich überrascht. Aber ich war natürlich glücklich überrascht, weil Lasse war extrem ruhig. So kannte ich meinen Freund nicht. Zwar hält Lara Lasse sicherheitshalber noch an der Leine, doch er wirkt viel ruhiger. Wie geht's dir? Besser, wesentlich besser als noch vor Wochen, wo wir uns gesehen haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass es dem Lasse wesentlich besser geht. Ich bin ja jetzt sehr beeindruckt, dass der Lasse extrem entspannt ist. Du hast so viel Stress um die Ohren, dass du noch nicht mal ins Revier für Hunde kommen konntest. Was war die ganzen Wochen und wie hast du es trotzdem geschafft, jetzt in so einer Ausgeglichenheit mit deinem Hund zu sein? Ja, das hängt mir sehr nach, dass ich nicht zum Revier kommen konnte, weil ich mich riesig gefreut habe. Aber es war wirklich einfach für mich total schwierig. Ich habe eine neue Stelle angefangen. Es war super getaktet bis in den Abend. So ist es auch immer noch. Und das war jetzt in diesem zeitlichen Rahmen, habe ich das einfach nicht gut geschafft. Also es ist total schade. Trotzdem hast du jetzt Erfolge erzielt. Ja. Du wirkst irgendwie ruhiger, souveräner, klarer. Glaubst du, es hängt damit zusammen, dass wenn du entspannter bist, resoluter bist, dass es sich auf den Hund überträgt? Ja, total. Tatsächlich, je entspannter ich bin und je mehr ich auf meinen Schritt achte oder auch auf meine Körperhaltung, desto mehr habe ich das Gefühl, es ist besser mit ihm. Ich übe das. Super. Ja. Hast du vielleicht ein Handyvideo gemacht, was wir uns angucken könnten? Da wäre ich sehr neugierig. Ja, habe ich. Warte mal. Was ist das für eine Situation? Wir waren spazieren und es ging so ums Sachen aufnehmen. Ah, okay. Genau. Da ist so, ne? Da. Ja. Herz, genau. Hast du da gezischt? Ja. Das sieht man, weil er reagiert. Ja. Sehr gut, sehr schön. Das ist ja schon mal ein Riesenerfolg. Klasse. Er ist ja noch an der Leine. Du hast mir gesagt, du machst es ja so, wenn Leute zu Besuch kommen, dass du ihn erst mal an der Leine lässt und dann lässt du ihn los. Mhm.
das hätte ich jetzt gerne, dass du ihn jetzt mal ableinst und wenn er dann lästig wird bei mir, dass du mir dann zeigen kannst, was ihr schon gelernt habt. Machen wir. Ja, super. Dann leih mal ab. Andreas animiert Lasse absichtlich dazu, ihn anzuspringen. Und was macht Lara? Super. Super. Optimales Timing. Das ist echt super. Und das in so einer kurzen Zeit? Ja. Yeah. Danke. Tschakka. Okay, dann kannst du ihn jetzt wieder anleihen, weil ich würde jetzt mal gerne mit euch rausgehen auf die Straße und mal gucken, ob er vielleicht Müll finden, den Lasse aber liegen lässt. Hast du Bock? Gerne. Ich glaube, Lasse auch. Lasse hat auch Bock. Komm, gehen wir. Okay. Ich fühle mich wesentlich sicherer. Ich habe so das Gefühl, ich kann Situationen besser vorausschauen, auch managen und bin entspannter einfach mit ihm. Also so diese Berechenbarkeit ist jetzt einfach für mich da, in der Regel, mit Ausnahme von Rückschlägen. Ob es solche Rückschläge jetzt auf dem Spaziergang geben wird? Das erste auffällige Stück Papier lässt jedenfalls nicht lange auf sich warten. Doch bevor Lasse es aufnehmen kann, ein Zischlaut von Lara. Super. Und dann das so wichtige Lob. Das zweite Stück Papier lässt Lasse dann gleich ganz liegen. Wow, hab ich gedacht, das geht ja schon mal gut los. Lara ist auf der Hut und ist auf den Punkt, zielgenau, richtig im Timing. Hervorragend. Ein Mega-Erfolg. Lasse reagiert jetzt bereits auf jedes kurze Signal. Super. Super. Wow. Nach wie vor scheint herumliegender Müll den Rüden sehr zu faszinieren. Für den Hundecoach ist dies aber nicht verwunderlich, sondern mit Lasses Vergangenheit zu erklären. Lasse war ein Straßenhund. Und Straßenhunde suchen Futter. Die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als Futter zu suchen. Die haben Kohldampf und deswegen ist die Nase immer am Boden. Das hat Lasse immer noch drauf. Und dann nähern sich die drei einem wahren Paradies für Straßenhunde. Das ist die Kühe. Das ist die Kühe. Das ist die Kühe. Wird Lasse auch hier auf Lara hören? Psst. 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 Gut. Super. Prima. Sehr gut. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, das an allererster Stelle und total zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, wirklich, dass in so kurzer Zeit so viel auch passieren kann. Ich weiß nicht, wenn ich die Hilfe nicht gehabt hätte mit bestimmten Dingen, was sich noch entwickelt hätte mit Lasse. Ja, unsere gemeinsame Reise ist jetzt hier erstmal zu Ende. Also, ich habe euch heute komplett anders erlebt. Ich bin richtig stolz auf euch, auf beide. Lara hat meine Tipps einfach befolgt. Und ich habe in ihr etwas ausgelöst, nämlich den Willen, mit Lasse ihren Weg zu gehen. Und nicht den Weg von Lasse. Sie hat ihre Energie jetzt gedreht und hat vor allen Dingen das Timing richtig eingehalten. Und ich finde, die zwei haben jetzt eine wundervolle Beziehung zueinander. Lasse nimmt jetzt Lara ernst. Das hat er vorher nicht gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ihr zwei habt mich sehr berührt. Danke dafür. Danke dir, Andreas. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Andreas ist auch wieder in Bornheim, auf dem Weg zu Stefanie, Jürgen und Ronja. Die kleine Mischlingshündin war zu Hause die Ruhe selbst, aber bei Hundebegegnungen stets blitzschnell auf 180. Das Coaching war von Rückschlägen geprägt, ein Zustand, der vor allem Stefanie immer wieder sehr mitnahm. 2 Monate sind seit dem letzten Treffen vergangen. Ob sich seitdem etwas verändert hat? Ich bin mit gemischten Gefühlen hier hingefahren, weil das Ganze hat nicht so gut gestartet und Stefanie war ja sehr emotional. Sie war immer sehr angezählt und ich hatte die Sorge, dass sie die Kurve nicht bekommen hat. Und deswegen war ich sehr gespannt. Hallo. Hallo, ihr hallo, drei. Grüß dich. Schön euch zu sehen. Schön dich zu sehen. Genau. Wie geht's? Das sieht ja schon vorbildlich aus. Hier, die sitzt ja hier wie eine Eins. Ja. Heißt also, wenn der Hund ruhig ist und der Mensch strahlt und hat gute Laune, dann scheint es irgendwie gut zu laufen. Erzählt mal, welche Fortschritte habt ihr gemacht? Ich bin ganz neugierig. Also ich würde sagen, es läuft ganz gut, sehr gut. Wir trainieren aber auch ganz viel. Wir machen tolle Rudelspaziergänge mit anderen Leuten, mit vielen Hunden.
Wir treffen hier im Viertel ganz viele Leute am Feld, die sind fast alle super nett und bereitwillig, uns zu helfen, mit uns zu trainieren. Ja, also ich würde sagen, mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, juhu, ein Hund. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Und Stefanie bekommt sofort und unerwartet die Gelegenheit, sich zu beweisen. Während unserer Unterhaltung kam auf einmal zufälligerweise ein Hund vorbei. Ich achtete auf Ronja, ich schaute Stefanie in die Augen und ich war baff. Lass es. Boah, bist du gut. Lass es. Durchfahren. Ja. Ja, fein. Oh, ich hab gerade hier, ich hab Gänsepelle. Ich merk das. Mhm. Ich merk das. Das ist bei dir, hat's Klick gemacht. Und das checkt sie. Du hast eine ganz andere Körpersprache, du hast eine ganz andere Ausstrahlung. Komplett verändert. Komplett verändert. Das ist um 180 Grad gedreht. Das hat nichts mehr mit der Steffi zu tun, die ich vor ein paar Wochen gesehen habe. Null. Null, muss ich echt sagen. Ich habe natürlich viel mehr Sicherheit jetzt mit Ronja. Ich vertraue ihr viel mehr. Sie vertraut mir wahrscheinlich viel mehr. Und dadurch klappt es natürlich auch besser, weil wir uns gegenseitig mehr vertrauen vermutlich. Ich finde, wir wachsen ja mit jedem Hund, den wir haben im Haus. Und auch hier, wie sie jetzt hier steht, ja, mehr geht eigentlich nicht. Aber ich bin jetzt unverschämt, ich möchte noch nur eine Begegnung. Ja, noch okay, einen. Ja, alles klar. Dann, wo gehen wir hin? Gehen wir da lang. Alles klar, kommt. Das Training der letzten Wochen war erfolgreich. Viel hat sich verändert. Auch die Leinenführung. Bei Andreas erstem Besuch noch ein echtes Problem, sieht jetzt hervorragend aus. Wird das auch bei der nächsten Hundebegegnung so sein? Da ist das, was wir brauchen. Ein Hund. Ein Hund. Ein Hund. Wunderbar. Auf geht's. Na, dann gucken du wir sagst mal. Ja, du hast die Hunde gesucht. Ja, da sind genau. sie. Da sind sie. Sehr schön. Hallo. 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 Morgen. Stefanie war ganz klar vorne. Sie hatte die Führung. Man konnte deutlich erkennen, dass der Vergleich zum letzten Mal, als Ronja immer noch so in der Leine hing und auch ganz klar sagte, da will ich jetzt hin und ich regel das jetzt alles, dass jetzt Stefanie in einer Selbstverständlichkeit, in einer Ruhe die Ausgeglichenheit ausstrahlte. Ich bin auf jeden Fall total weg. Vom ersten Moment an, wo ich euch hier jetzt begegnet bin und auch Ronja gesehen habe, wusste ich, hier hat sich ganz, ganz viel getan. Was macht das mit euch? Wie geht's euch jetzt? Also ich bin total berührt, weil mich das so sehr freut auch. Ja, uns freut es auch. Es ist entspannt ungemein, ne? Also wenn du nicht mehr so eine Zetermops an der Leine hast. Du kannst einfach spazieren gehen, ohne zu überlegen, kommt da jetzt irgendwie wieder einer um die Ecke. Super. Das ist total schön. Das war eine tolle Reise in den letzten Wochen. Wir haben aber auch viel gemacht und das fühlt sich jetzt gut an. Man kann jetzt rausgehen und mit Spaß und sie auch mal laufen lassen. Und das ist schön, so stellt man sich das vor, wenn man einen Hund hat. Stefanie und Jürgen können extrem stolz auf sich sein. Sie haben es geschafft. Sie haben mir und sich selber vor allen Dingen gezeigt, dass man, wenn man sich verändert, ja auch ein viel entspannteres Leben mit dem Hund haben kann. Natürlich bin ich stolz, es ist super, es ist total schön. Ganz, ganz, ganz stolz, klar. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn noch mal irgendwas ist, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Bleibt dran. Lass es nicht schleifen und du bleibst genauso konsequent. Mach ich. Bis dahin. Danke. Ciao. Vielen Dank dir. Tschüss.